Hi Leute, heute gibt es mal wieder ein persönliches Update. Es ist viel passiert, ich habe lang kein Update mehr gegeben euch. Nicht mehr so viel erzählt gehabt, was gerade bei mir persönlich abläuft. Es ist einfach so viel innerlich passiert. Deswegen wollte ich dir heute mal da einen kleinen Einblick geben und auch erzählen, was einfach viel Neues passiert ist. Und das Event hat ja jetzt stattgefunden im. Wann war es? 12. 19. Oktober war es. Und es war super schön. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch mitbekommen. Aber das werde ich euch alles direkt nach dem Intro erzählen. Also, ja, lange ist es her, wo ich ein persönliches Update wieder gemacht habe. Ich hatte jetzt viel Videos zwischendrin, auch nochmal alte gepostet gehabt. Und dann auch noch, ja, auch neue, das war gemischt. Ich hatte jetzt auch einige Videos aus den Vorträgen rausgeschnitten, beziehungsweise Robin hat das gemacht. Das ist auch eine Neuigkeit, komme ich gleich auch noch dazu. Und ja. Dementsprechend ist jetzt sehr viel passiert. Und ich muss gerade überlegen, wann ich das letzte Update gemacht habe. Ich glaube, das letzte persönliche Update ist wirklich schon ein halbes Jahr oder sowas her. Ja? Natürlich habe ich immer Videos gemacht, aber habe jetzt wenig erzählt, was da alles bei mir innerlich vorgegangen ist, was bei mir persönlich da los war. Viel zu organisieren war auch. Ich musste erstmal schauen, wie ich das Ganze mache. Habe auch gemerkt, jetzt hier gerade mit den ganzen Online-Sachen, dass da so viele Aufgaben anstehen, die ich einfach nicht mehr erledigen kann, weil ich keine fünf Jobs gleichzeitig machen kann, die ich einfach jeden Tag gemacht habe. Was eben auch eine Neuigkeit ist. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit, kann dafür wieder viel besseren Content produzieren, kann mich viel besser in der Zusammenarbeit um euch kümmern. Und das ist so unglaublich schön und angenehm. Und ja, vor einem halben Jahr, ja. Hatte ich einfach noch ja, fünf Jobs ungefähr gleichzeitig: Kameras, Webseite, ja, Webdesign, Newsletter schreiben, Social Media Sachen, Videos schneiden, Videos drehen, um die Zusammenarbeit kümmern, ja, Leute betreuen, euch da weiterhelfen auf dem Weg. Und es waren einfach fünf verschiedene Jobs gleichzeitig. Und gleichzeitig das Ganze noch ja, organisieren, koordinieren. Und jetzt habe ich einfach gemerkt, es wird Zeit, da sich langsam Hilfe zu holen, das Ganze ein bisschen anders aufzubauen, anders zu strukturieren. Und jetzt merke ich einfach, es macht wieder viel mehr Spaß. Ich habe wieder die Zeit, mich auf das zu fokussieren, wo wirklich dir einen Mehrwert bietet, wie die Inhalte hier. Ich kann mich wieder auf die Zusammenarbeit konzentrieren. Und das macht einfach super Spaß. Und das hat sich so verändert. Jetzt so langsam ein Team, wo sich aufbaut. Und es macht super viel Spaß. Ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Und ja, das war so ein großer Schritt. Das war jetzt mehr so im Äußeren. Aber innerlich hat sich bei mir halt wieder, ja, anfangs hatte ich eigentlich diese Freiheit. Hab mit YouTube gestartet vor 4, 5 Jahren, wann ist es jetzt? Ist schon eine Weile mittlerweile her, weil ich ja einfach meine Wissen, meine Erfahrungen teilen wollte. Und jetzt war es aber mittlerweile so, dass es einfach, ja, am Anfang hatte ich mal Videos gemacht, dann ganz einfach schnell hochgeladen. Und mittlerweile sind einfach andere Sachen noch angefallen, wie eben die Zusammenarbeit mit euch, was super viel Spaß macht. Videokurse und so weiter, die ganzen Inhalte produzieren, dann auch die Inhalte eben hier auf YouTube-Kanal, Newsletter, Webseite, all solche Geschichten sind eben dazugekommen, die am Anfang noch nicht so in dem Maße da waren. Und dementsprechend bin ich jetzt wieder total glücklich, weil ich mich dann in so eine, ja, in so einer Phase auch dann rein manövriert hatte, wo ich einfach gemerkt habe, ey, das kann es nicht mehr sein.
Ich hatte solche eckigen Augen, weil ich den ganzen Tag am PC hocken musste, weil allein die Nachrichten beantworten und ja, dann die Webseite machen. Es war so viel arbeiten, Videos schneiden, Thumbnails erstellen, all diese Sachen, die einfach am PC anfallen. Und am Ende haben meine Augen drunter gelitten, der Körper drunter gelitten, man ist nicht mehr so viel rausgekommen und habe gemerkt, ja, so kann ich auf Dauer nicht mehr weiterarbeiten und habe jetzt einfach gemerkt, hey, einiges umgestellt und jetzt machen wir das Ganze einfach gemeinsam. Robin schneidet zum Beispiel die Videos, könnt auch gerne mal Feedback geben, wie sie euch gefallen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sich da so entwickelt. Wollten da noch ein bisschen Sachen ausprobieren und Henry hilft da auch noch mit im Moment, besonders auch in der Zusammenarbeit, in der Betreuung. Kannst gerne mal auf meine Webseite schauen. Das hatten wir jetzt geändert und ja, Henry ist dann eine super Hilfe, so viel Erfahrung, das ist das, wo es ja eigentlich drum geht und bin super gespannt, wie sich das so entwickelt und so entsteht gerade so ein kleines Team immer mehr. Und ja, das macht unglaublich Spaß. Es macht einfach dreimal so viel Spaß, wieder zusammen an was zu arbeiten. Und vor allem dann auch noch, wenn es so stimmig ist und einfach jeder total für die Sache brennt, was mir auch das Allerwichtigste ist. Und es auch alles Menschen sind, die nicht nur von irgendwas reden, von irgendwas rumträumen, sondern wirklich umsetzen und es machen. Und das in die Welt hinaustragen und das ist das Schöne und das ist eben auch mein Anliegen. Ich rede hier nicht nur, sondern es wird unglaublich viel umgesetzt, auch in der Zusammenarbeit. Das ist auch nämlich noch so ein Punkt, wo ich geändert hatte. Das sind eben auch einige Neuigkeiten. Ich habe da nämlich ziemlich viel umgestellt. Ich hatte sonst kleinere Videokurse über einen kürzeren Zeitraum immer gemacht. Zum Beispiel ein Happy Life Kurs, wenn den noch jemand von euch kennt. War auch sehr schön, war tolle Erfahrung. Viele haben damit auch gute Ergebnisse erzielt. Aber es war dann doch einfach eine viel zu kurze Spanne, was ich gemerkt habe. Am Ende ist es halt so, erstmal macht die Arbeit auch viel mehr Spaß, wenn man länger zusammenarbeitet. Also ich mache jetzt immer mindestens 12 Monate. Und das war eben auch das Schöne, wo ich jetzt gestartet hatte mit dem Event, wo ich angeschnitten habe, was im Oktober war, am Bodensee. Ich blende hier mal ein paar Bilder ein, beziehungsweise Robin. Es war ein unglaublich schönes Erlebnis. Wenn ihr alle Bilder sehen wollt, dann schaut auch mal auf die Webseite unter der Galerie. Beim Retreats ist das Event, das Bodensee-Event mit drinnen und könnt euch da alle Bilder anschauen. Wirklich super schöner Tag gewesen und wir starten halt jetzt wirklich in dieser Gruppe dann für ein komplettes Jahr, gehen da alle auf diesem Weg gemeinsam und es hat eine ganz andere Dynamik. Und auch wenn man sieht, wie sich der ganze Prozess entwickelt. Und häufig sind es nämlich nur so ein paar kleine Stellschrauben, an denen es sonst hakt. Aber wenn man dann keinen Ansprechpartner hat und da keinen Anlaufpunkt, dann ist es wieder so ein Punkt, wo man dann wieder so schleichend in alte Muster verfällt und ja, wieder aus diesen Routinen rauskommt, die man sich eigentlich vielleicht schon angeeignet hatte. Und das ist halt das. Ja, das Wunderschöne und man sieht halt auch wirklich dann einfach die Ergebnisse und man sieht, wie die Leute vorankommen, wie die Leute unglaublich viel umsetzen und es macht, ja, es macht viel mehr Spaß, das Ganze über diesen längeren Zeitraum wirklich zu haben und auf so ein intensives Level. Wir haben jede Woche gibt es ein Live-Q&A, wo man sich jede Woche wirklich nochmal persönlich direkt austauscht. Auch ansonsten kann man jederzeit sich melden, jederzeit schreiben, kriegt immer sofort eine Antwort und scheitert er dann nicht an diesen Punkten und hat wirklich ein klares Schritt-für-Schritt-System und das ist halt einfach ja, super genial und macht einfach Spaß. Vorher war es auch so ein bisschen dann, wenn man den Kontakt dann nicht mehr hatte, wenn ich kürzere Zeiträume hatte oder dann mal ja, ein paar Beratungsstunden und so weiter gemacht habe,
ja, dass man dann das Ergebnis nicht gesehen hat, beziehungsweise es ist auch dann häufig wieder ein altes Muster verlaufen, weil es nicht so gefestigt war. Und ja, das ist unglaublich schön jetzt zu sehen und ich bin auch unglaublich gespannt, wo die Leute alle nach einem Jahr stehen werden. Es sind ja jetzt schon einige wirklich Monate, halbes Jahr dabei und es ist unglaublich, was für Schritte da jetzt schon sich tun. Aber das eigentlich passiert wirklich erst über den längeren Zeitraum, wenn man dauerhaft dann wirklich sich diese Routinen schafft. Und das ist einfach, ja, es ist total genial zu sehen. Mir macht die Arbeit halt einfach wieder 10-mal so viel Spaß jetzt. Und es ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Eine Zeit lang, das war eben auch dieser innere Prozess, wo ich gemerkt habe, ey, es ist das, wofür ich brenne, aber ich habe gewisse Dinge einfach nicht richtig gemacht, hatte dann noch gewisse Ängste, Blockaden und habe mich einfach nur ausgebrannt. Wie gesagt, weil ich einfach 5 Jobs gleichzeitig gemacht habe und gleichzeitig vor der Organisation her noch nicht gewusst habe, wie ich das Ganze am besten strukturiere. Und jetzt habe ich da wirklich klare, gute, funktionierende Systeme gefunden, die ich jetzt immer weiter ausbauen kann, die sich immer weiter auch im Prozess, in der Zusammenarbeit entwickeln. Und das ist so super schön zu sehen und macht jetzt einfach, ja, es macht wieder mega viel Spaß. Und die Ergebnisse stimmen einfach bei den Leuten. Es entwickelt sich viel mehr. Und es setzen viel, viel mehr um. Und ja, das ist ja das, was ich eigentlich möchte. Und das ist das wirklich, wo mich jetzt auch ja, wieder so befriedigt dabei. Und gleichzeitig eben, weil ich wieder diese Freiheit habe, wieder in diesen ja, natürlichen Fluss zu kommen, wo ich auch wieder mehr Content produzieren kann, mehr Videos machen kann, mehr Inhalte euch geben kann, dann viel besser noch weiterhelfen kann, auch hier eben auf YouTube. Und ja, das ist wirklich sowas, wo in der letzten Zeit vor sich gegangen ist. Und ja, das macht unglaublich viel Spaß. Und jetzt eben auch ja in dieser intensiven Form auch der Zusammenarbeit. Und das ist eben auch ein Punkt, wenn du da auch selber noch Punkte hast, wenn du unsicher bist in der Ernährung, da nicht genau weißt, hey, der eine sagt wieder dies, der andere sagt das und noch nicht so dein Ding gefunden hast, nicht weißt, warum das so ist, dass der eine die Ernährung empfiehlt, der andere die. Und auch mit den ganzen Theorien, Kalorien, Nährstoffe, wie viel von was, Supplemente, was ist nötig, warum und überhaupt diese ganzen verschiedenen Meinungen. Wenn du da wirklich eine Sicherheit bekommen möchtest, wenn du auch wissen möchtest, wie es bei dir individuell ist, weil es halt unglaublich individuell ist, was eben das Alter, die Krankheitsgeschichte, der Lebensstil, Bewegung, das Mindset, die innere Haltung anbelangt. Ja, wenn du da schauen möchtest, ja, dann lass uns gern da auch nochmal persönlich sprechen und wirklich schauen, das, was ich eben immer anbiete, ist so ein kostenloses Strategiegespräch, in dem wir wirklich schauen, wo du individuell jetzt stehst, wo du hin möchtest und letztendlich, ob wir da auch zusammenarbeiten können, möchten, ob wir dir halt dabei helfen können, einfach an dem Punkt, wo du jetzt bist. Ob es Sinn macht und wenn es Sinn macht, würde ich mich da natürlich sehr freuen, dir weiterzuhelfen. Und ja. Ansonsten, ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe, aber eigentlich waren es wirklich die 2 Punkte, so dieser innerliche Prozess, den ich dabei hatte, diese Unzufriedenheit, wo ich einfach gemerkt habe, ey, das kann es irgendwie nicht mehr sein von der Zeit her und am Ende helfe ich dadurch auch kaum jemandem, weil am Ende kann ich dadurch nicht mehr gescheite Inhalte liefern. Und nichts Gescheites mehr produzieren. Und jetzt freue ich mich einfach auf die kommende Zeit, wo wieder mehr Zeit dafür ist. Und auch auf die Zusammenarbeit, wo jetzt, wie gesagt, viel intensiver ist. Und ja, die Bilder vom Event wollte ich euch da lassen, weil das ja da war. Und schaut euch die unbedingt mal an. Und das war's eigentlich. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Ansonsten. Mach's gut und dir noch eine wunderschöne Zeit. Ciao.